Die Seitenreihenfolge kann man in OneNote nur mit der App OneNote für Windows 10 sortieren. Das ist zwar richtig, aber ihr könnt den gleichen Effekt mit der Desktop-App über den Verlauf erzielen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In OneNote für Windows 10 könnt ihr hier über das Symbol Seiten sortieren, die bestehenden Seiten temporär zum Beispiel alphabetisch sortieren, sodass sie jetzt B, I, Q und so weiter sortiert sind. Und ihr könnt sie auch jederzeit wieder auf den normalen Stand zurücksetzen. Das heißt, das wäre die Reihenfolge, die ihr habt, je nachdem, wie ihr hier die Seiten in der Reihenfolge entsprechend verändert habt. Darüber hinaus könnt ihr sie alphabetisch nicht nur aufsteigend sortieren, was wir gerade schon hatten, sondern ihr könnt sie auch absteigend sortieren, indem ihr nochmal auf denselben Befehl klickt. Jetzt wäre es absteigend sortiert. Und ihr habt auch die Möglichkeit, nach dem Erstelldatum, hier dieser erste Eintrag Änderungsdatum ist eigentlich erstellt am, also ich kann sagen, ich möchte sie nach dem Erstelldatum sortieren, auch das geht wieder auf- und absteigend, oder nach dem Änderungsdatum. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt nach dem Änderungsdatum sortiert ist und ich ändere an dieser Seite etwas, dann seht ihr, sie springt nach oben, weil sie jetzt eben das aktuellste Änderungsdatum hat. Und wenn ich wieder die normale Anzeige haben will, klicke ich wieder auf das Symbol Seiten sortieren, gehe auf keine und dann habe ich wieder genau die Sortierung, die ich manuell vorher eingestellt habe. Die Sortierung, das habt ihr vielleicht schon gesehen, wird hier bei Unterseiten auch immer auf die Unterseiten übertragen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte jetzt nach alphabetisch sortiert haben, dann habe ich die Oberseiten alphabetisch sortiert und innerhalb der Oberseiten die Unterseiten nochmal alphabetisch bzw. genau genommen alphanumerisch sortiert. Soweit, wie es in OneNote für Windows 10 funktioniert. Nun wechseln wir mal zu der OneNote Desktop App und schauen, wie es hier ist. Den Befehl zum Seitensortieren, den gibt es hier so nicht. Das heißt, die Seiten sind jetzt genau in der Reihenfolge, wie sie manuell von mir erstellt worden sind. Und ich kann sie tatsächlich an dieser Stelle auch nicht sortieren. Aber es gibt im Menüband Verlauf den Befehl Letzte Änderungen. Und den nutzen wir jetzt, um einen ganz ähnlichen Effekt zu erzielen. Und zwar nehme ich Letzte Änderungen. Und dann wähle ich alle Seiten sortieren nach Datum. Dann wird hier auf der rechten Seite eine Liste angezeigt mit den ganzen Seiten nach Datum. In diesem Fall nach Datum sortiert und dann innerhalb des Datums nach dem Titel. Und wir nehmen aber jetzt nicht dieses Notizbuch durchsuchen, sondern nur diesen Abschnitt. Dann wird nur der Abschnitt hier Excel, der wird jetzt durchsucht. Und jetzt nehme ich nach Änderungsdatum sortieren. Und ihr seht, jetzt sind die Seiten nach dem Änderungsdatum sortiert. Der einzige Unterschied zu der App OneNote für Windows 10 ist, dass hier Haupt- und Unterseiten nicht entsprechend getrennt sortiert werden, sondern sozusagen gemeinsam sortiert werden. Je nach Situation kann das ein Vor- oder auch ein Nachteil sein. Und jetzt könnt ihr hier genau nach dem Änderungsdatum sehen, ah, das war die letzte und die vorletzte und so weiter und könnt da draufklicken und dann springt ihr entsprechend hier auf die Seite vorhandene Quick-Tipps. Das war das, was ich vorhin geändert hatte. Ihr seht, das ist die zuletzt geänderte Seite. Also genau derselbe Effekt. Und auch das geht auf- und absteigend, wie bei der App OneNote für Windows 10. Ihr seht hier nach Änderungsdatum sortiert. Und wenn ich hier bei A bis Z aufsteigend habe und ich klicke nochmal drauf, dann habe ich jetzt absteigend von April 21 eben bis heute und wieder aufsteigend. Das alphabetische Sortieren nach dem Titel geht auch. Wenn ich hier nach Änderungsdatum habe, wähle ich nach Titel sortieren und jetzt habe ich alphanumerisch 2 und dann B, F, I und so weiter. Und auch das geht über das Symbol A bis Z bzw. Z bis A auf- und absteigend. Was hier nicht geht, ist eine Sortierung nach dem Erstelldatum. Dafür gibt es keine Möglichkeit, die ihr hier einstellen könnt. Aber zumindest die anderen beiden Varianten nach dem Titel und nach dem Änderungsdatum sind genauso möglich. Also auch wenn die Funktion Seiten sortieren in der OneNote Desktop App nicht vorhanden ist, so könnt ihr doch das meiste davon relativ leicht
über das Menüband Verlauf, letzte Änderungen, alle Seiten sortieren nach Datum und dann die entsprechenden Einstellungen realisieren. Ich würde mich freuen, wenn euch das weiterhilft. Hinterlasst mir gerne einen Like, abonniert den Kanal und schreibt eure Fragen unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich mache gerne neue Videos draus, gerade auch wenn es um irgendeine Fragestellung geht, was vielleicht nicht so einfach umzusetzen ist in OneNote. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.